So Leute, nachdem wir jetzt den neulich Theros Beyond Death hatten, das normale Booster, dachte ich mir, greifst du noch einmal in die Tasche. Probierst du das Ganze noch einmal mit dem Mist hier. Wir haben ein Collectors Booster von Theros Beyond Death. Und die Dinger sind so kacke zu öffnen. Mein Gott. So, Collectors Booster sind ja diese etwas krasseren Booster, die auch sehr krass hier Abnutzungsspuren auf den ersten paar Karten haben. Und deshalb haben wir Eorias Blessing. 4 Mana, man verzaubert eine Kreatur, die ihr kontrolliert. Und wenn es ins Spielfeld kommt, fügt das einer Kreatur dann Planeswalker 4 Schaden zu. Und die verzauberte Kreatur kriegt +1/+1. Island. Nyxborn Colossus. 6 Mana, 6/7. Okay. Relentless Pursuit, 3 Mana, man guckt die obersten 4 Karten eures Decks an und ihr könnt eine Kreatur und oder Landkarte davon auf die Hand nehmen und den Rest in den Friedhof legen. Nicht bad. Shimmering Chimera, 4 Mana, 3, 2 Fliegen. Zu Beginn des Saisonsegments könnt ihr eine Enchantment auf die Hand des Besitzers zurückbringen. In der Edition waren Vehicles drin? Wow. 4 Mana, 3, 3 Vehicle, Erstschlag, Trampel, Eile, Crew für 1. Cooles Teil mit der Karren. Hateful Eidolon. 1 Mana 1/2 Lifelink. Immer wenn eine enchantete Kreatur stirbt, darf man eine Karte ziehen für jedes Enchantment, was auf dieser Kreatur war, das von einem selber war. Dawn of Fungal. 3 Mana 2/3. Immer wenn eine Kreatur stirbt, die eine Aura drauf hatte, die ihr kontrolliert hattet, könnt ihr eine Kreatur Mana kosten 2 oder weniger aus dem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Ja. Mountain Plains. Die sind mittlerweile auch wieder richtig hart begehrt. Und wow. Ashioks Forerunner, 5 Mana 3/3 Flash. Wenn die ins Spielfeld kommt, kann man sein Deck und oder seinen Friedhof nach einer Karte namens Ashioks Sculptor Fierce durchsuchen, sie vorzeigen, auf die Hand nehmen. Man muss das Deck danach mischen. Bist du hübsch. Ox of Argonos, 5 Mana 4/2. Wenn es ins Spielfeld kommt, wirft man seine Hand ab und zieht dann 3 Karten. Für Escape mit 2 Rot kann man 8 Karten aus dem Friedhof exilen. Und wenn er Escape wurde, kriegt er eine +1/+1 Marke. Das ist gut. Archon of Sun's Grace. 4 Mana 3/4 fliegend Lifelink. Pegasus, die ihr kontrolliert haben, Lifelink. Und immer wenn ein Charm in ein Spiel kommt, kriegt ihr ein 2/2 Pegasus. Wow. Ashiok Nightmare Muse. 5 Mana 5/5 +1. Also ist übrigens nicht die Ashiok, die man braucht hier für die Forerunner. +1, man kreiert einen 2/3 schwarz-blauen Nightmare-Kreaturenspielstein, der immer wieder mit der Hand greift, die obersten 2 Karten seines Decks exilen lässt. Und oder wenn er blockt. Und für 3 kann man ein Nicht-Land-Permanentes, das man kontrolliert, auch auf die Hand nehmen. To its owner's hand. Genau. Und dann muss der Gegner eine Karte exilen. Und -7, man kann bis zu 3 aufgedeckte Karten aus dem Exile casten. Ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Das ist geil. Dann haben wir ein Thymaret, Chosen from Death, 2 Mana 2x mit Devotion to Black. Unser Tür, beziehungsweise das Nightmare. Jawohl. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ob ihr seht. Ciao, ciao.